Gut, wo bauen wir denn das Mais-Dings hin? Mal das hier so hinsetzen? Geht das dann? Scheint so zu gehen. Ist ja noch das Tutorial, ne? Werden wir jetzt nicht so lange bleiben, denke ich. So. Und der Maiskocher kostet dann 2. Haben wir noch irgendwas Cooles hier? Ne, ein Lager könnten wir noch machen, aber... Der Barnabas Arkham. Auch am Stiesel. Wie schön. So, Leute, jetzt... Was? Plantage. Die Plantagen produzieren Waren auf Feldern, um Felder zu bauen. Wähle das Felder-Platzieren-Symbol. Aha, okay. Ja, das ist wirklich wie ein Anno. Da musstest du auch deine Felder hier so platzieren. Krass. So, jetzt könnt ihr euren Mais holen, ne? Jetzt könnt ihr euch gönnen. Bitteschön. Viel Spaß damit. So, jetzt fehlt uns noch der Maiskocher. Den bauen wir einfach hierher, oder? Embrace your destiny. Ach, beten können wir hier auch, theoretisch. We require work. Ja, we require ganz viel. Ah, wir haben hier noch einen Muschelsammler, sehe ich gerade. Oder ist der schon zugewiesen? Ne, den haben wir noch nicht zugewiesen, gell? Was denn? Gleich, jetzt mach mal langsam, Kollege. So, jetzt. Okay. Er will mir was zeigen. Guter Mann. Ja, die kriegt er natürlich, die Opfergabe. Ist ja logisch. Oh, was ist denn hier los? Müssen wir die jetzt umbringen? Oder... Karte. Die Karte ermöglicht es dir, die Situation rund um dein Land schnell einzuschätzen, um sie zu öffnen. Okay. Wähle sie auf der linken Seite der UI aus. Okay. Ja. High Priest, we must navigate the depths to claim distant shores and reach the unenlightened souls chosen to satisfy the hunger of our deity. Let's invoke the primordial might of our Lord's abyssal servant, Azathir, to extend our dominion over further realms. Wir werden sie alle töten! Wir werden sie alle vernichten! Eine Beschwörungsritualstätte soll man bauen. Also wir haben jetzt hier ein feindliches Lager. Wir werden das auf jeden Fall überfallen und alle umbringen. Eines Tages vielleicht, mit viel Glück. Ah, das Ding können wir doch gar nicht bauen, ne? Nee, geht noch nicht. Okay. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten. Hat ja auch Zeit. Haben wir noch irgendwelche Maismenschen? The deep. Our work for our God. Our work for our God. Keine Maismenschen. Können wir mittlerweile die Zeremonienhalle? Ja, wir können die Zeremonienhalle bauen. Weiß ich jetzt nicht, wo ich die hinbauen soll. Ich baue die mal hier hin und mache dann so einen Weg hier so durch, weißt du? So. Boom. Das wird die Zeremonienhalle. Neue Gebäude können freigeschaltet werden. Das finde ich geil. Umhang und Schaffarm. Uah, da ist die Beschwörungsritualstätte. Geil. Boom. Oh, das sieht so geil aus.
Let us gather your faithful and conduct the ceremony. Lead them toward pure. Das Zeremoniengebäude ermöglicht es dir, mit deinen Gläubigen in Kontakt zu treten, deine Stadt zu sehen und Zeremonien durchzuführen, die Belohnungen freischalten und den Kultfanatismus zu überwinden. Faith. Lead them toward fanaticism. Zeremonielles Schnitzen. Schnitze ein göttlich inspiriertes Symbol in deine Anhänger und interpretiere es so, dass es ihre Spezialisierung ändert und ach, fantastisch, das machen wir doch glatt. Ich glaube, wir können hier die Spezialisierung quasi ändern. Also, dass sie quasi jetzt nicht mehr Maismenschen sind, sondern halt was anderes. Geil. Hä? Durch das Markieren von Anhängern kannst du ihre Spezialisierung ändern. Schnitze das gewünschte Symbol und schließe... Okay. Aha. Okay. Kann ich jetzt einfach hier so... Ja, warte noch, warte, ich hab's gleich. Passt, oder? Das doch, oder? Das doch die... Ist das nicht im Buch der Symbole drin? Oh, nee. Ha. Scheiße. Entschuldigung. Ich speichere das trotzdem mal, man weiß ja nie, ob man es nochmal braucht. Oh, ich liebe dieses Spiel! Das ist doch hier eigentlich für alles, oder? Ach so! Ah, okay, ja, die Schnitzerei muss ich nochmal verwerfen, tut mir leid. Priest, suffering in nobles, mark your people and guide jetzt müssen wir them along the spiritual path in life. Okay, okay, ja, Entschuldigung. Marking the people sets their destined ja. role within the cult. By your hand, your holy mandate is strengthening, as is your people's reverence, pushing them towards fanaticism. Oh, geil. Ich kann Leute ritzen, das ist ja super. Oh, was ist das denn? Wo baue ich das hin? Das ist eine gute Frage, ne? Damit können wir Schrecken beschwören. Oh, ich hab so Bock auf dieses Spiel! Holzfällerproblem. Die Menschen wissen nicht, was mit einigen der von ihnen produzierten Materialien geschieht. Ja, was werden wir wohl damit machen? Sie sind überzeugt, dass sie irgendwo verschwinden. Aber sie haben Angst, sich dem stinkenden Ende des Hofes zu nähern, wo seltsame Vertiefungen im Boden kaum zu sehen sind. Fürchtet euch nicht, ihr Gläubigen. Unser Gott wird unseren Weg erhellen. Sieh nach, ob die fehlenden Materialien dort drin sind. Aha. In vielen Folianten, die ich entdeckt habe, wurde eine abscheuliche Kreatur erwähnt, die tief gräbt und unersättlich ist. Wir müssen dieses Loch bedecken. Wir bedecken das Loch. So, aber wir sollten ganz dringend ein neues Ritual beginnen. Warte mal, hier geht noch nichts, ne? Nee, wir haben noch keine Kleidung, alles klar. Aber hier geht was. So, zack, bumm. Ja, jetzt müssen wir kurz warten, ne? Bis wir wieder so ein lustiges Dings... Nächstes Mal mache ich das richtig. Nächstes Mal ritze ich die Leute vernünftig. Wir sollten noch ein paar Häuschen bauen. Warte mal, ist hier noch... Ja, das sollte passen, aber machen wir trotzdem mal hier nach unten. Ich weiß nicht, wie hoch der Dunstkreis diese... Aber... Weit genug offensichtlich. Dann machen wir hier nochmal Häuschen. Ja, wir haben nämlich noch 4 Leute ohne Butze. Ja, das geht so nicht. Das sah aus, als wenn man damit einen guten alten Tentakelfreund beschwören kann. Ich glaube auch. Ach, guck mal. Schwupps, hat er sich's wieder geschnappt, das Zeug. Brav. Brav ist er. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben ja jetzt wieder mehr Arbeiter. Das heißt, haben wir jetzt zufälligerweise jemanden bekommen? Nein, es ist keiner in der Profession des Holzfällers ausgebildet. Wir haben lauter Maismenschen. Alle mögen Mais.
Mais, Mais, Mais. Den ganzen Tag nur Mais. Langweiler. Pfui. Ihr widert mich an. Hat der hier... Haben wir noch einen... Nein, wir haben nur Mais, ne? Wir müssen dringend ändern. Kommen wir gar nicht drum rum. Ich muss gleich sowas von ritzen hier. Schlitzi, Schlitzi. Und dann läuft der Lachs schon. Aber wo baue ich denn das Teil hin? Kein Zu... Ah! Aha! Okay. Zugang zum Meer ist gewünscht. Okay. Lesen, gell? Lesen. So. Aber ich find's einfach geil, Anno mit verdammt nochmal Cthulhu. Oh, lass uns irgendwas beschwören. Für jeden mit einer Beschwörungsritualstätte beschworenen Schrecken muss ein Pfeiler kontrolliert werden. Um das Ritual zu beginnen, muss eine bestimmte Menge an Materialien geopfert und Anhänger für die Erhebung bestimmt werden. Okay. Also, Okay. Also beschwöre Azathir. Oh, Pfeiler. Um ältesten Schrecken zu beschwören und zu kontrollieren, solltest du Pfeiler errichten, deren Fundamente. Jawohl, okay. Gut, also hier haben wir so einen Pfeiler. High Priest, a group of your acolytes have beheld something in the distant waters. Bless them with your presence, and they will unveil its nature. Ja, was habt ihr gesehen? Deine Leute zeigen auf ein Schiff, das sich langsam durch den aufkommenden Nebel kämpft. Ein Mann, der mit dem ersten Schiff angekommen ist, kniet vor euch nieder und versichert euch, dass er das Schiff erkennt. Auch sie waren Träumer, die sich darauf vorbereiteten, die Segel zu setzen, als seine Besatzung abreiste. Und viele weitere sollten folgen. Plötzlich stockt er, als etwas von dem sich nähernden Schiff fällt und im dichten Nebel verschwindet, der es umgibt. Unser Fürst winkt, lasst sie kommen! Anhänger wählen. Neue Anhänger werden nach einer bestimmten Zeit auf deiner Insel eintreffen. Okay. High Priest, our Lord grants visions, beckoning people to our shores. Gut. So. Vielleicht machen wir jetzt mal... Blutentnehmer geht auch noch. Ah, den Pfeiler haben wir jetzt vergessen, ne? Macht nix. Macht nix, wir machen einfach. They have arrived. The first of the faithful. Beckoned to us by the grace of our God. Let us make the best use of this gift. Harness their toil and worship to strengthen our cause. Ja, natürlich. Selbstverständlich, mein getreuer Berater. Ich werde aber erst einmal Häuser bauen. Wir brauchen Häuser. Our work for our God. Our work for our God. Gut, jetzt haben wir hier den Pfeiler. Wollen wir auch mal so einen Blutentnehmer bauen? Ich glaube, ich habe so das Gefühl, ein Blutentnehmer ist auch eine schöne Sache. So. Gut. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder gucken. Haben wir jetzt hier endlich jemanden, der vielleicht noch Bock hätte? Nee, alles Maismenschen. Oh weia. Aber, oder haben wir noch einen? Ja, wir haben einen. Der Thaddäus Zadok. Ja, der braucht gleich erst eine Butze, bevor der willig ist, für uns zu arbeiten, der Mann. Zwei brauchen wir noch. I serve the deep. Our work for our... So, jetzt aber, oder? Nee, kann ich das nicht so machen? Ah, jetzt. Dem einen müssen wir kündigen, dem anderen müssen wir zuteilen und dann läuft das. Okay. Cool. God. So, jetzt. Wir müssen schnitzen. Ja? Wir müssen Schnibbel die Schnapp machen. Der passt. Hey, der ist cool. Seraphim Loomis. Komm mal her, Seraphim. So. Schauen wir mal schnell. Ne?
Also, wir wollen, wir hätten gerne jemanden, der Holz... Erstmal Holz fällen, oder? Nee, Schafe. Schafe. Ah ja, so soll das dann aussehen. Tomaten gibt's auch, wie geil. Nee, erstmal Holz. Nee, Bretter, Sägewerk. Okay, also hier so schwubbeldi-bubbeldi-bub. Okay. Kriegen wir das hin? Ungefähr so. Das muss doch passen, oder? Ich speichere das mal. Okay, wir haben versagt. Scheiße. Ich habe versagt. Es tut mir leid. Aber Fanatismus plus 15 ist auch was. Da sollten wir uns jetzt nicht lumpen lassen. Werte Gemeinde. So, schauen wir mal, haben wir da noch? Nee, haben wir nicht. Mist. Aber wir haben hier jemanden für Sägewerk. Das ist geil. Das heißt, wir schmeißen diesen Maismenschen hier raus und hauen den hier ins Sägewerk rein. Ja, ja, die müssen halt 10 Minuten warten, ne? 10 Minuten dauert der Spaß und dann dürfen wir. Aber vorher bauen wir mal so einen lustigen Pfeiler. Der will auch eine Straße, wie es scheint. Kriegt er natürlich. Ich will mal nicht so sein. We obey. Ich habe so das Gefühl, wir sollten noch mal eine Maisplantage bauen. Vielleicht machen wir das mal. Ich meine, wir haben ja genug Leute, die nicht arbeiten hier. Aktuell. We will be rewarded. Bier gibt's auch bald, wenn es so weitergeht. Oh, okay, jetzt können wir Schrecken beschwören. Deine Anhänger warten auf eine Entscheidung. Du hörst von einem riesigen Wal, der tot am Strand gefunden wurde. Da er zerbarst und von der Verwesung zerrissen wurde, enthüllten seine Eingeweide einen riesigen Berg von Meerestieren, lebendig und frisch. Einige deiner Anhänger begannen, sie herauszupicken. Ja, fantastisch. Gönnt euch! Gönnt euch, Leute. Habt Spaß. Necronomicon, Assatir. Ein schneller, aber zerbrechlicher Schrecken, der seine Feinde aus der Ferne angreift. Ah, dafür brauchen wir das Blut. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. So, okay. Also Blut. Jetzt kommen die Blutmenschen ins Spiel. Von denen haben wir auch nicht so viel. Aber immerhin zwei. Workers, O High Priest. We obey. Und hier mussten wir aber jetzt einen rausnehmen. Das heißt, da kommt jetzt so ein Maismensch rein. We require workers, O High. Ja. Ich brauche auch Workers. Es ist echt wie Anno. Auch das Platzieren von Feldern, das ist... Aber es ist, ich find's aber gar nicht so scheiße. Also ich find's eigentlich echt geil, dass es wie Anno ist. Ich mag Anno. Anno fetzt sowieso. Worship the Great One. Ah, okay, wir brauchen Schafe. Okay, ich dachte, wir entnehmen das Blut einfach von unseren Leuten. Wo liegt das Problem, frage ich mich an dieser Stelle. Warum nehmen wir das nicht einfach von den Leuten, das Blut? Ich meine, dafür ist es doch da, oder? Wir haben doch genügend Blut. Wenn ich da wieder mal so einen Rücken reinschnitze, dann kann man doch, oder?
Nicht? Ach ja, naja. Ne? Okay, das Ding hier zieht noch ewig weit, ne? Also da kann man noch gut nachlegen. Mit Häusern zumindest. Na gut, dann müssen wir jetzt hier Schafe erstmal holen. Wo bekommt man das? Steam? Ja. Gibt's auf Steam. So, wir haben keine Schafmenschen aktuell. Das heißt, der Maismensch und Callista Atticus. High Priest, summoning horrors will require followers we cannot afford to lose. Yet new arrivals come in small numbers due to the treacherous waters and mists. We build the ancient beacon of our humans, so his eldest children may guide their path. Ah, okay, here. High Priest, ancient boulders and accursed debris bar the building site. Command your devoted to clear a path. Do you hear his whisper? High Priest, if the production of essential goods falters, contemplate constructing additional buildings dedicated to their creation. Relocate workers from lesser tasks to bolster these vital resources, even ja, at the cost of other productions. Du näherst dich einem Tumult am Waldrand. Deine Leute bringen ein paar ausgemergelte Gestalten hervor, in deren Augen der Hunger glänzt. Als sie dich erblicken, werfen sie sich mit dem Kopf auf die Erde und heben flehend die Hände. Sie sprechen in einer unbekannten Sprache. Deine Leute versuchen, ihr Blut zu sammeln, das für die Beschwörung des Schreckens unerlässlich ist. Befiehl deinen Leuten, sie freizulassen und sie zur Initiation in den Kult zu führen. Die Schwachen können vielleicht noch stark werden. Das ist gar nicht so doof. Nee, wir haben jetzt eh Schafe. Komm. Wir haben jetzt genügend Schafe. The site for construction is ready. Wir haben Schafe. Erect a beacon altar to beckon more valiant souls towards the dream shroud, towards their new home. Einen Leuchtfeueraltar sollen wir jetzt bauen. Den haben wir aktuell noch nicht freigeschaltet. Oder kommt der noch? Mal gucken. Ah, da. Da ist er doch. Nehmen wir den, bevor wir einen anderen finden, oder? Können wir schon wieder? Ah, bald. Worship the Great One. We obey. Okay, die machen fleißig Blut. Das ist gut. Wir haben Blut, das ist gut. Dann holen wir uns hier noch Kleidung. Bedürfnisse wollen erfüllt werden. Ne? We will. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich für Leute bekommen? Na, guck mal. Da haben wir doch Virgil Marlowe. Und wir haben hier... jemanden, der mit Schafen gut kann. Fantastisch. Yay. Our work for our God. Haben wir hier noch jemanden zum Kochen? Nein, das haben wir nicht. Okay. We will be rewarded. Embrace you. Gut, gut. Oh, der Altar steht. Der Altar steht. Der Leuchtfeueraltar ermöglicht es dir, die Anzahl der obdachlosen Anhänger zu erhöhen. Okay. Oh, der sieht cool aus. Ah ja, okay. Musst du auch wieder so ein Ritual durchführen und dann... Okay. Möchte ich aber jetzt gar nicht, glaube ich. Oder muss ich? Okay, ich muss. Ich muss. Okay, wir brauchen erst Kleidung. Wir haben noch keine Kleidung. Ja, ohne Kleidung geht's halt nicht. We require workers, O High Priest. Ach nee, ehrlich? Aber noch jemanden? Nee. Okay. Our work for. Und hier brauchen wir jetzt, ja, nehmen wir halt Maismenschen wieder. Wir müssen Maismenschen ändern, wenn's geht. I serve the deep.
Our work for our God.